werde ich gefragt, wie funktioniert die Arbeit von Abgeordneten in Berlin? Was tut ihr hier? Wie funktioniert der Parlamentarismus? Und ganz viele haben die Vorstellung, dass das, was man öffentlich wahrnimmt, auch die ausschließliche Arbeit ist. Also das, was im Plenum stattfindet, was ich mir im Fernsehen angucken kann, wo der öffentliche Teil der parlamentarischen Arbeit stattfindet. Aber die eigentliche Arbeit, die richtige Kernarbeit an den Inhalten, die findet nicht im Plenum statt, sondern die findet statt in den Ausschüssen, in den Arbeitsgruppen, in den Sachverständigenanhörungen, in den diversen Veranstaltungen, in den Beiräten, in den Enquetes, die wir haben, die nicht öffentlich sind, die aber der sachgerichteten Arbeit dienen. Und ich finde, man muss immer wieder dokumentieren, wie funktioniert das hier. Man muss immer wieder im Gespräch sein, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis, weil ganz viele zu Recht fragen, wie muss ich mir ihre Arbeit vorstellen. Und deshalb freue ich mich immer, wenn mich auch viele Leute aus dem Wahlkreis hier in Berlin besuchen. Ich habe im Jahr um die 1500 Schülerinnen und Schüler aus Hannover, die hier nach Berlin kommen, sich hier einen Tag das Parlament angucken, teilnehmen an Plenumsdebatten, die Möglichkeit haben, Gespräche zu führen. Es kommen verschiedene Gruppen Erwachsener aus Hannover hier in den Bundestag, auch auf meine Einladung hin. Hier habe ich eine Initiative aus Hannover-Saalkamp und Hannover-Stöcken, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen die Kürzungen des Programmes Soziale Stadt wenden und heute dem Bundesbauminister 1000 Unterschriften übergeben. Und ich freue mich, wenn ich solche Initiativen unterstützen kann. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich habe kein Verständnis dafür, wenn Banken sich einerseits bei der Zentralbank billiges Geld beschaffen, andererseits aber ausgerechnet jene Kunden mit hohen Zinsen abkassieren, die am wenigsten haben. Ganz wesentlich für die Arbeit einer Abgeordneten ist die Unterstützung, die sie erfährt durch ihre Mitarbeiter. Mein großartiges Team besteht aus 1,5 Stellen in Berlin, wissenschaftliche Mitarbeiter und 1,5 Stellen in Hannover. Und unser kompetentes Team sorgt dafür, dass ich mich bestmöglichst vorbereitet fühle. Wir recherchieren zusammen, wir bearbeiten die Inhalte gemeinsam und durch und mit unserem gemeinsamen Wirken schaffen wir es, dass wir das, was wir uns inhaltlich vornehmen, hier in Berlin auch einbringen können. Unsere Wochen sind immer sehr eindeutig und klar. Und wir arbeiten ja in verschiedenen Schwerpunktgebieten, auch in verschiedenen Ausschüssen. Mein Schwerpunktgebiet ist der Verbraucherschutz. Und hier beschäftige ich mich insbesondere mit den Fragen des Anlegerschutzes. Also die Frage, wie schütze ich Menschen, die ihr Geld anlegen wollen, vor Fehlberatung, vor Fehlinvestitionen, wie können wir Risiken besser abfedern. Das ist ein ganz großes Thema, weil gerade nach der Finanzkrise natürlich viele, viele Verbraucherinnen und Verbraucher die große Sorge haben, dass ihr Geld nicht sicher ist, ihre Altersvorsorge nicht mehr zu tragen kommt. Wir haben ja auch viele, viele Geschädigte im Rahmen der Finanzmarktkrise gehabt und deshalb sind Regelungen so wichtig.